Boah, es ist so riskant, es ist echt so riskant, das sage ich ganz ehrlich. Aber er hat jetzt gerade was rausgehauen, deswegen freezen wir jetzt. Der war perfekt gesetzt und damit sollten wir seinen Tower haben. When is it you decided to turn into a bitch? We used to be lower than death. Anybody that knew us would admit. And then you suddenly switched. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash Royale. Heute im Video werden wir, beziehungsweise werde ich euch mein Riesen-Sled-Deck vorstellen, also wieder eine Deckvorstellung. Ich dachte mir, kann man auf jeden Fall machen, das Deck ist extrem geil, deswegen würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Ich hoffe, dass wir das Beste dabei rausholen können mit dieser Deckvorstellung, denn ich habe zurzeit, sag ich mal, so ein bisschen Pech. Seit heute früh irgendwie kriege ich extrem krasse Gegner und verliere relativ viel. Das sieht man an meinem Pokalstand. Es geht, ich verliere mehr als sonst, aber es geht sogar noch. Aber das Problem ist dann, Leute, ich gewinne, bekomme plus 18 Pokale und verliere minus 40. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber das ist so bitter. Das habe ich gerade die ganze Zeit gehabt, Mann. Ich habe immer so oft verloren und wenn ich dann gewonnen habe, dann immer nur so plus 18. Das hat mich echt ein bisschen genervt. Dann noch Level 10 Gegner mit Königsriesen Level 10 und so hatte ich gerade noch, also keine Ahnung. Hat mich ein bisschen genervt, Leute, wie wir ihn trotzdem jetzt ganz fröhlich an das Video rangehen, versuchen möglichst viel zu reißen. Das Deck ist das, man kann das riesigste Deck auch mit natürlich auch anderen Sachen haben, wie ein Freeze-Zauber, das ist auch echt manchmal krass. Aber ich mach's so, ich finde das so am geilsten eigentlich. Hier haben wir den Feuerball drin, den Spiegel, der Kobold was, Lakaienhorde, Kanone, die kann ich auf Level 9 machen, die Barbaren auf Level 9, die kann ich auch bald Level 10 machen, da fehlt noch ein bisschen was, ja. Und die Feuergeister gehen auch schon auf Level 9, aber da fehlt mir überall noch das Gold für. Und hier das Riesenstats bei dem Deck am Start. Durchschnittliche Elixier kostet nur 3,8 Elixier, obwohl hier das Riesenstat, die Lakaienhorde und die Barbarenhorde dabei ist. Ist das schon trotzdem ziemlich billig eigentlich. Naja, ich würde sagen, wir fangen an. Wie gesagt, man kann es mit den Pfeilen machen für die Feuergeister zum Beispiel oder mit den Wutzauber kann auch oder Freeze, da gibt es alle möglichen Kombinationen. Ich werde jetzt erstmal, glaube ich, im ersten Mal auf diese Kombination zeigen, vielleicht dann im zweiten Mal einfach mal ändern. Schauen wir mal, oder wir machen nur mit dieser Kombination. Wie gesagt, schauen wir einfach mal. Wir bekommen jetzt hier einen Gegner mit 2510 Pokalen. Wenn ich das gewinne, bekomme ich endlich mal mehr als plus 18 Pokale. Aber der Gegner ist schon wieder Level 9. Ach, Mist. Aber davon lassen wir uns nicht beirren. Er kommt direkt mit einem Riese, vielleicht hat er ja drei Musketiertaktik. Das ist ja oft so, wenn die Leute den Riese zuerst direkt setzen. Lakaien, die kleinen Level 10, obwohl das ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Okay, mein Riese wird dadurch sterben. Ja, hat er gut gemacht. Oh, ein Barbar hat den Tower gefokust. Und der Barbar wird sogar getankt. Seht ihr das? Der eine Barbar. Der eine Barbar gönnt sich richtig hart. Der Tower ist schon auf 1898. Sorry. Oh, sorry. So. Ja, das Deck, wie das funktioniert, das seht ihr einfach so, wie ich das halt mache. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Die Kanone ist halt, habe ich eigentlich nur bei dem Deck reingemacht, um irgendwie gegen den Hogwider anzukommen, weil die Hogwider-Taktik ist halt einfach eine beliebte, krasse Taktik und deswegen muss ich dagegen irgendwie ankommen. Das Gondel war jetzt nicht ganz so gut gesetzt, hätte man besser setzen können. Und der Drache, die Kanone war auch ganz schlecht gesetzt. Die Kanone war richtig schlecht gesetzt, sorry. Ach Mist, verdammt. Egal, kleine Fehler können passieren, kein Problem. Jetzt hier die Barbaren, um den Riese aufzuhalten. Komm Riese, keinen Schlag abgeben, dankeschön. So haben wir noch nichts am Tower kassiert, das ist auf jeden Fall eine schöne Bilanz. Er hat jetzt halt so einen Spawner aufgebaut, aber das soll uns eigentlich nicht beirren. Das ist jetzt nur so ein kleiner scheiß Sled-Spawner, der ist kein Problem für mich. Zack, die Barbaren machen jetzt auch kaputt. Kommt noch ein paar Sledder, aber das passt schon. So, ich setze jetzt hier das Riesen-Sled, weil der Drache macht so wenig Schaden, dann halte ich ihn damit so ein bisschen auf, also ganz ehrlich. Ah, die kleinen Städte stören jetzt ein klein bisschen. Aber das passt schon, Feuergeister drauf. Ah, jetzt schon die nächste. Das macht er auf jeden Fall nicht schlecht. Das schreiben wir einfach mal. Nicht schlecht, Kollege. Er hat jetzt hier gesappt. Ja, und die kleinen Städte machen natürlich schon ordentlich was aus. Übrigens, Leute, ich suche einen, am besten, also aus meiner Community halt, weil wen soll ich denn sonst suchen? Also ich suche jemanden halt von euch, der Funky hat. Das haben sehr wenige. Funky ist halt, das ist halt ein Legendary, klar. Und deswegen haben das natürlich sehr wenige, klar. Ich muss mich halt konzentrieren, sorry. Und ja, ich suche auf jeden Fall einen, der von euch, der Funky hat. Und der halt kurz in den Clan kommen kann und da mal gegen mich kämpfen und mir den so gesagt mal zur Verfügung stellen kann, oder kann, wie ich sagen soll. Weil ich würde halt gerne mal was zeigen in einem Video. Ich sage jetzt noch nicht genau was, da ich das noch nicht verraten möchte. Eine kleine Überraschung kann ich nicht sagen, weil ich mich halt nicht spoilern, was im nächsten Video dann kommt. Oder wann auch immer das kommt, wenn sich jemand meldet, der halt gegen mich Testspiel machen kann in meinem Clan und so und dann mit Funky. Naja, aber ich möchte halt was zeigen. So, auf jeden Fall, wenn ihr Funky habt, dann meldet euch doch gerne mal bei mir. Ich brauche echt einen
von euch und ja, wäre auf jeden Fall nice, weil ich finde halt einfach keinen. Weil in meinem Clan, jetzt aktuell die Leute in meinem Clan, haben halt, glaube ich, alle nicht Funky. Aber mit diesem Sled-Teil da, mit diesem Sled-Spawner, ja, das ist schon irgendwie echt nicht schlecht, muss ich ja ganz klar sagen. Ihr müsst jetzt hier den Riese darüber sorgen. Ihr seht, es wird wahrscheinlich ein Loose. Sieht nicht besonders gut aus. Ich komme einfach nicht durch. So, jetzt hat er auch wieder, oh, jetzt hat er auch wieder einen starken Push hier dabei. Oh, das macht er echt extrem gut, wie er spielt. So, wenn mich gerade versucht, mit Feuerbällen wegzumachen. Was soll denn die Scheiße schon wieder? Ah, mein Feuerball kam etwas zu spät. Mein Tower hat nur noch wenige Leben, sage ich mal. Wenige, ja. 400 halt. Ist halt nicht so viel. Wir müssen jetzt echt beeilen. Zepter, jetzt macht er hier die volle Taktik. Tower holen und sonst nichts. Ja, haben wir aber noch ganz gut verteidigt, Leute. Es sieht leider nach einem Unentschieden aus. Schade, dass ich das Deck jetzt nicht mit einem Sieg präsentieren kann, aber besser als eine Niederlage. Was der Gegner echt gut macht mit seinem Spawner da hinten. Mit seinem Sklett-Haus. Wie das Teil heißt, Mann. Ihr seht, aber wir haben gerade richtig Schaden gemacht. Wir haben gerade sogar richtig Schaden gemacht. Ihr macht nur Schaden mit Feuerbällen. Was ein Opfer. Ja, du bist ein ganz toller. Was machst du denn da, Alter? Ist das gerade dein Ernst? Digga, dieser Gegner. Oh mein Gott. Ja. Oh. Oh, heuli, heuli. Ganz ehrlich, Leute. Da müsst ihr mich verstehen. Was hat er denn gemacht? Ich hätte ihn... Also, mein Tower hat jetzt noch eigentlich 1000 Leben gehabt. Aber er hat immer mit Feuerbällen und so. Also, wir hätten das gleiche mal vielleicht mit Feuerbällen, dann hätte ich ihn mehr verteidigen können. Dann hätten wir ihn geholt. Ihr seht, sein Tower hatte dann am Ende noch ganz, ganz wenige Leben. Weil die Leute echt das Goblin-Bell manchmal ein bisschen verpassen zu verteidigen oder unterschätzen. Das ist schon auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe jetzt das gleiche mich entschieden, nochmal zu nehmen und das nicht zu ändern. Naja, passt schon. Statik ist nicht perfekt. Deswegen kommen wir hier. Oh, Alex hier vorlaufen lassen. Perfekt. Deswegen kommen wir jetzt hier mit den Feuergeistern und davor lieber Bahnen. Ihr seht schon, das Deck ist ziemlich effektiv. Zum Beispiel der Gegner gerade, wie gesagt, der war halt einfach kacke und so, aber er hat dann einfach mit dem Feuerball die ganze Zeit und so und am Ende hätten wir ihn sogar fast noch geholt. Also traurig für ihn. Echt traurig für ihn, dass er nicht spielen kann. Dann sowas macht. Naja, passt schon. Haben wir 11 Leben, zum Glück haben wir nicht verloren. Das ist doch wenigstens schon mal ein bisschen gut. Ein bisschen gut, aber ich würde euch jetzt, wie gesagt, gerne noch einen kleinen Sieg präsentieren. Warum macht denn alle die Hogwarts-Taktik, wenn ich das hasse? Wie alle mit der Hogwarts-Taktik ankommen. Komm, gib mir keinen Schaden, du Lappen. Och, Mann, der kann sogar einen Hit abgeben. Und die Feuergeister sind leider noch auf Level 8, deswegen werden sie jetzt nicht bis zum Tower kommen. Und mein Elixier hat gerade Mangel. Ich habe gerade Mangelwaren Elixier. Das ist gefährlich. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendein Push wagt, aber... Es sollte einigermaßen klappen. Ich versuche gleich mal daran zu denken, das Deck ein bisschen zu ändern. Aber schauen wir mal. Also bei dem Deck ist es so, ich kann es mal so ein bisschen erklären. Man haut halt immer so ein bisschen das Goblin-Bell rüber, ein bisschen Schaden zu machen. Das ist allerdings nicht so assi wie Raketengegner oder ähnliches. Man haut immer ein bisschen das Goblin-Bell rüber, um halt, wie gesagt, Schaden auszuführen auf sein Tower. Und der Mini-Packer ist gerade problematisch. Komm. Ja, scheiße, ich muss den irgendwie aufhalten, keine Ahnung. Der Kanone war eh eine dumme Entscheidung. Auf jeden Fall, man haut dann das Goblin rüber, macht ein bisschen Schaden und dann pusht man hin und wieder mal so mit einem Riesensled und ein paar Barbaren oder Kain oder so, um halt ein bisschen Schaden zu machen, auch noch. So nebenbei, um halt, ja, den Hauptschaden zu machen. Goblin Babel ist halt nur so für nebenbei Schaden. Und, ja, das läuft eigentlich ganz gut. Die Feuergeister schickt man auch noch so hinterher ein Riesensled her. Goblin Babel haut man, wie gesagt, rüber. Feuerball ist halt noch, um so Barbaren alles mögliche aufzuhalten. Ja, was haben wir denn noch so? Der Kanone genau, wie gesagt, gegen den Hogwider am Start. Ihr seht schon, es sieht gerade nicht gut aus, aber ich sage euch schon heute... So, das ist nicht besonders. Wir werden jetzt hier sowas wieder wagen, habe ich schon. Das ist echt eine ganz starke Sache, weil. Guck, jetzt schießen wir aufs Goblin Babel. Und zack, die beiden Feuergeister können abspringen und töten sogar noch dahinter die Sachen. Und so haben wir schon mal ordentlich Schaden gemacht. Aber ihr seht, man macht doch. Je nach Gegner holt man den Tower fast nur mit dem Goblin Babel weg. Das ist auch manchmal echt so. Das ist schon krass. Ja, ich weiß, da waren jetzt noch die Lakaien. Die Barbaren waren auch nicht besonders gut gesetzt. Ah, ein bisschen unglücklich alles gesetzt. Passt schon. So, er setzt jetzt dann den Fernturm. Infernturm ist natürlich eine Herausforderung. Komm, schaltet die kleinen Goblins, Sperrgoblins aus. Leider nicht. Er konzentriert sich so ein bisschen auf beide Tower. Ist natürlich eine riskante Sache von ihm. Aber das könnte unser Glück sein, dass er sich auf beide Tower konzentriert. Weil wir dann vielleicht am Ende einen von den wegholen können, wissen wir nicht. Schauen wir mal. Ah, er macht jetzt hier wieder die Taktik. Da muss ich jetzt besser reagieren können. Ja, komm. Komm, sehr gut. Oh, er hat noch 500 Leben. Ihr seht, das Goblin Babel ist schon effektiv. Das Goblin Babel ist echt effektiv. Bitte, Barbar. Komm, Barbar, gib einen Schlag. Jawohl, der Barbar hat einen Hit abgegeben. Sorry, muss ich machen. Oh, scheiße, er kann sogar noch holen. Lol. Hoffentlich reicht das. Ich sehe gerade die Lebensanzeige nicht. Ja, sehr gut. Nicht schlecht, gutes Spiel. Es war jetzt echt ein bisschen assi, aber ich habe keinen Bock jetzt... Ja, ich habe keinen Bock jetzt zu verlieren. Ich wollte euch einfach meinen Sieg zeigen. Ich hatte keinen Bock jetzt minus... 18 Pokale, oder ja gut, es wären wenig gewesen, damit was zu kassieren.
Ist Arsenal am Ende mit Doppelfeuerball? Ich weiß, aber Leute, sorry. Sorry. Ich muss jetzt unbedingt, ich wollte jetzt unbedingt euch einen Sieg zeigen, deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Arsenal am Ende gemacht. Na, ihr seht, das Deck ist schon geil. Das Deck ist echt schon geil. Man macht, es gibt Gegner, da machst du halt Schaden nur mit Goblin Babel. Mit dem Goblin Babel. Es gibt aber auch Gegner, da machst du nur Schaden mit Riesenstat pushen. Also das ist einfach so eine Sache. Wie wenn es einfach mal den Freeze reinmachen. Wir haben jetzt zwar schon 10 Minuten, aber das passt schon. Wir wechseln den Freeze mit dem Feuerball. Ja, würde ich einfach mal ganz klar sagen. Tauschen wir kurz aus. Zack. Let's go. So kann man es auch machen, beziehungsweise so mache ich es. So habe ich es halt früher so ein bisschen gemacht mit Freeze und so. Dann habe ich manchmal sogar gefreezed, als ich Goblin Babel rübergeworfen, dann gefreezed. Sowas habe ich auch früher mal gemacht. Immer die verschiedensten Taktiken und aber am effektivsten ist meiner Meinung nach diese Riesenstat-Taktik, die ich jetzt besitze. Ihr könnt die mal ausprobieren, obwohl ich sagen muss, man muss sich echt einspielen. Man muss die Taktik so echt oft machen, um halt wirklich reinzukommen und die halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so zu verstehen halt, dass man damit klarkommt. Weil man muss halt echt, die ist halt nicht immer so einfach zu verstehen, so drücke ich das jetzt mal aus, oder hinzubekommen. So, Freeze können wir jetzt noch gar nicht benutzen. Er hat dann erstmal einen Spawner hingestellt, aber der stört jetzt nicht so viel. Ich hau jetzt immer hier einen Goblin Barrel rüber, um halt wieder ein bisschen Schaden zu machen. Wir können jetzt freezen. Ist OP, aber, ja gut, es hätte sich gelohnt, aber das ist halt auch riskant. Das ist einfach riskant, deswegen mache ich das noch nicht. Erstmal. Vielleicht machen wir es im Verlauf des Angriffs noch. Schauen wir mal. Nein, 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 scheiße, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe mir schon gedacht, ich setze noch Pfeil oder so. Trotzdem ganz gut, scheiße. Oh, 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 das sieht gar nicht gut aus. Aber der letzte Kampf sah ja auch nicht gut. Das haben wir trotzdem noch gerissen, dann soll motiviert bis zum Ende bleiben. Das habe ich vor allem in den letzten beiden Tagen nochmal so gemerkt. Da habe ich so, da hatte ich nämlich zwei Clash Royale Angriffe, wo ich so bei 3-4 Sekunden gesagt habe, scheiße, Mann, verloren. Oh, fuck, mein Elixier, scheiße. Nee, da habe ich so gesagt, scheiße, fuck, verloren. War so abgefuckt. Und dann hat der Gegner mich einfach noch gepusht und mich auch geholt bei 2-3 Sekunden. Dann, also das zeigt mir noch so, man kann am Ende immer noch was reißen, man muss auf jeden Fall bis zum Ende konzentriert bleiben. Ja, das habe ich sogar nochmal in den letzten Tagen so ein bisschen intensiv gelernt. So, Hütte ist auf jeden Fall weg. Kaboom, in die Luft gejagt worden. Und sollen wir es jetzt riskieren? Ein Freeze-Zauber. Boah, das ist echt riskante Sache, das ist so riskant. Ich mach das jetzt, Leute, ich mach das echt jetzt. Lol. Okay, er setzt jetzt erst was, aber es hat sich gelohnt. Ihr seht, es hat sich eigentlich gelohnt. Sein Tower hat jetzt noch 1200. Jetzt hat er einen Elixiervorteil, da muss man natürlich voll drauf eingehen. Aber in dem Moment beginnt Double Elixier. Das heißt, wir können noch ganz gut verteidigen durch den Elixierschub. So, das läuft doch ganz gut. Haben wir doch jetzt alles ganz gut geklärt noch. Und das Elixier ist jetzt doch fast schon wieder ausgeglichen wegen seiner Valkyrie und der Lakaienhorde. Da haben wir es wieder ausgeglichen eigentlich. Das passt. Ihr seht, das ist eigentlich ganz OP. Ihr würdet euch das jetzt nicht nochmal durchgehen lassen, weil er natürlich jetzt schlau geworden ist. Ja, komm, Baban. Sehr gut. Noch davor gespammt, sag ich mal. Und jetzt hier. Scheiße. Okay, tschüss. Jetzt hier das Goblin Babel rüberhauen. Wieder ein bisschen Schaden fabrizieren. Natürlich, wir hätten sogar nochmal freezen können. Er hätte gar nichts dagegen gesetzt. Er hat nur so eine Lakaienhorde. Naja, naja. Passt schon. So, ich setze einfach mal hier das Riesensled. Um halt wieder so einen kleinen Push aufzubauen. Geht nicht viel, geht aber schwer wegen seinem scheiß Spawner-Deck. Da kommt schon die ganze Scheiße raus. Es sieht gut aus, ihr seht's, obwohl er hat auch nicht wenig Schaden gemacht. Ich wollte gerade sagen, es sieht gut aus. Hält sich in Grenzen. Der Gegner ist auch nicht schlecht. Wir können jetzt nochmal die Freeze-Taktik machen. Boah, es ist so riskant. Es ist echt so riskant. Das sage ich ganz ehrlich. Aber er hat jetzt gerade was rausgehauen, deswegen freezen wir jetzt. Der war perfekt gesetzt. Und damit sollten wir seinen Tower haben. Deswegen wollte ich nochmal zeigen, man kann das auch mit dem Freeze machen. Dann ist es aber eher so eine Taktik wie Goblin Babel Freeze und nicht mehr Riesensled-Taktik. Das kann man auch so machen, obwohl dieses mit dem Freeze. Hatten wir jetzt echt Glück, dass er keine Pfeile hatte und sein Feuerball hat er davor zum Glück ausgegeben hat und so und das ausgegeben gehabt, getan, Dings. Und deswegen hatten wir echt Glück bei dem Gegner. Normalerweise sieht das nicht, weil eigentlich jeder Gegner Pfeile hat und die dann setzen würde. Da hatten wir echt Glück, aber deswegen mache ich es doch lieber mit dem Feuerball. Also das war jetzt die Deckvorstellung von meinem Lieblingsdeck und von meinem Deck, was ich schon ab Arena, wie heißt die Scheiße, Zaubertal, also ab 1400 Pokalen benutze ich dieses Deck. Das ist echt geil und seitdem bin ich dann ja hochgepusht. Kennt ihr meinen ganzen Verlauf von meinen Videos, könnt ihr alles anschauen. Da bin ich ja mal hochgepusht, da habe ich ja mal aufgenommen. Da hatte ich immer dieses Deck und bin dann halt hochgepusht bis hier. Hab dann mal hin und wieder mal Doppel-Prinz-Deck ausprobiert und sowas. Aber jetzt bin ich wieder zu dem Deck zurückgekehrt. Und ich liebe es. Es ist echt ein geiles Deck. So, das ist mit dem Video endlich mal ein bisschen wieder gewonnen. Ich dachte, wir verlieren jetzt alles, weil heute generell einfach so ein Tag ist, wo ich nicht besonders viel gewinne. Passt schon. 14 Minuten Video. Gönnt euch auf jeden Fall. Das war's. Macht den Daumen nach oben. Servus und ciao.